Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Mod Vorstellungsvideo. Und die kommen ja quasi schon fast jeden Tag momentan. Das liegt aber daran, dass wieder der Mod-Ersteller von der Mammut-Mod, was ihr hier seht, und dem Wollnashorn wieder mal zugeschlagen hat. Ich blende das Ganze mal ein, denn heute schauen wir uns eine Terrorbird-Mod an. Richtig, richtig cool. Sieht auf den Bildern und Fotos schon mal sehr vielversprechend aus. Habe ich mir allerdings in-game noch nicht angeguckt, aber ich finde es cool, weil der Terrorbird wird ja auch richtig gut in diese Eislandschaft passen. Das heißt, wir könnten wirklich bald mal anpeilen, vielleicht im Livestream oder im Videoformat, einen Eispark zu bauen oder sowas, oder so einen Eiszeitpark. Freue ich mich schon drauf, aber ich will jetzt gar nicht lange euch auf die Folter spannen. Wir schauen uns jetzt den Terrorbird mal gemeinsam an. Der kommt übrigens für den Baryonyx ins Spiel. Da bin ich auch sehr gespannt, weil der Baryonyx ist natürlich ein Fleischfresser, was gut ist. Das heißt, er wird auch vom Fleischfresser Futterspender fressen. Allerdings, von der Körpergröße und so. Gucken wir uns das mal an. Oha. Okay, der Schrei, der passt leider überhaupt nicht. Aber so Vogelsounds oder so gibt es ja gar nicht im Spiel. Oh, der sieht aber cool aus. Oh mein Gott, ich habe mal ganz kurz pausiert. Guckt euch mal das böse Auge an. So blau, rot und der hat auch einen ganz bösen Blick. Der Schnabel sieht cool aus. Die Zunge hat Zähne drauf. Das sieht schon echt cool aus. Vor allem, ich finde es verwunderlich. Ich bin gleich mal auf die Animation gespannt, weil der ist halt von der Körpergröße und so, glaube ich, um einiges kleiner. Kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Bin mir da gar nicht ganz sicher, aber ich finde es echt cool. Der Kopf sieht cool aus mit den Federn hier oben, der Schnabel. Hier, der Flügel sieht auch sehr cool aus. So ein kleiner, süßer Flügel, weil die Terrorbirds, die konnten ja nicht fliegen. Also es war wahrscheinlich sehr zurückgebildet. Das sieht auch sehr cool aus, das Gefieder. Das ist schon echt gut geworden. Und auch die Füße sehen cool aus. Wow. Also auf den ersten Blick muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Schauen wir uns das jetzt mal in Bewegung an. Also die Animation beim Laufen sieht auch sehr gut aus. Kann man nicht anders sagen. Ich finde es auch süß, wie der seine Flügelchen so ein bisschen bewegt. Wenn ihr mal darauf achtet. Jetzt trinkt er. Das sieht ja erstaunlich gut aus, die Animation. Oha. Also gefällt mir richtig gut. Also das ist wirklich eine richtig gute Mod. Bis jetzt. Bin jetzt gleich noch aus Fressen gespannt und aus Kämpfen. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Geht jetzt auch direkt zum Futterspender hin. Und das Fressen sieht auch okay aus. Ich meine, er kommt nicht ganz ran ans Futter. Wobei, es geht sogar. Aber einige andere Dinosaurier kommen da auch nicht ran. Also das ist nie so ganz perfekt. Gut, das mit dem Fleisch ist so ein bisschen im Schnabel, aber das macht rein gar nichts. Ich finde es mega cool. Ich finde besonders cool diesen... Seht ihr das ganz gut? Diesen bösen Blick, den finde ich mega cool. Das sieht schon nice aus. Und sind auch viele Details so in dem Schnabel und sowas. Also ich weiß nicht, ob das sogar schon meine Favoritenmod ist von den drei neuen. Also von dem Mammut, von dem Wollnashorn und ja, dem Terrorbird. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welche ihr von den drei am coolsten findet. Aber da hat der Mod-Ersteller wieder richtig gute Arbeit geleistet, wie ich finde. Ich bin echt beeindruckt, wie er es schafft, täglich solche guten Mods rauszuhauen. Hammer. Also wirklich. Sieht super aus, wirklich. So, wir lassen mal den nächsten frei. Das ist das Regenwaldmuster. Mal schauen, ob es hier Skin-Varianten gibt. Oh, tatsächlich. Ja, an den Schrei werde ich mich nicht gewöhnen. Der ist halt echt nicht passend. Vielleicht kann man ja auch irgendwie die Sounds mal ändern. Das wäre echt cool. Weil das klingt halt überhaupt nicht wie ein Vogel. Ich finde das voll süß. Guckt mal auf die Flügel, wie der die so abspreizt. Oh Gott, was für das. Im Schatten sind die leider mal sehr dunkel, habe ich das Gefühl, diese Dinger. Könnte aber auch daran liegen, dass ich eine Schneemod installiert habe. Das ist jetzt eher so eine helle Variante, ne? Also eher so eine weiße, weiß-graue Variante. Vorher hatten wir ja eher so eine schwarze Variante, beziehungsweise braun. Die braune finde ich aber ein bisschen cooler, muss ich sagen. Ist aber immer schön, dass man so verschiedene Varianten hat. Ich finde auch hier die Haut eigentlich ganz gut. Das sieht also sogar so ein bisschen gefiedert aus. Also ist keine schlechte Textur. Ja, ist echt nice. So, lassen wir den nächsten frei und gucken mal, ob es dann noch weitere gibt. Weil bei den anderen Mods war es ja, glaube ich, auch so, ne, dass es nur schwarz und weiß gab. Gucken wir uns das mal an. Okay, das ist, glaube ich, jetzt auch... Gott, hör auf zu schreien. Das ist auch das weiß-schwarz, also dieses weiß-graue. Also ich glaube, es gibt wieder nur diese zwei Varianten.
Aber kann natürlich auch sein, dass die anderen Skins noch ein bisschen anders aussehen. Könnt ihr gerne selber ausprobieren, denn die Mod ist natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Dieses Gezuppel da übrigens, das machen die normalen Dinos in Jurassic World Evolution auch. Das kommt nicht von der Mod. Aber ich muss echt sagen, das gefällt mir richtig gut. Also ist bis jetzt die Mod, die am besten so ein Fiederkleid darstellt, von allen Mods, die ich bis jetzt gesehen habe. Weil sowas ist echt nicht einfach. Aber diese Mod macht das echt super. Also sieht echt nice aus. Bin wirklich super beeindruckt. Wow, wirklich Hammer. Der Terrorbird. Es ist einfach unglaublich cool momentan. Also ich feiere das richtig. Ich sehe ganz oft tatsächlich unter diesen Videos Kommentare von Konsolenspielern, dass für die das natürlich total traurig ist, weil die Mods nicht installieren können. Das kann ich voll nachvollziehen. Weil es ist halt... Oh, jetzt sieht man es nochmal sehr gut. Es ist halt sehr unsicher für die Konsolenspieler, ob da überhaupt noch Content kommt. Und ja, die können dann nicht mal mit den Mods spielen, weil die Mods halten das Spiel momentan meiner Meinung nach am Leben. Ansonsten würde ich das Spiel auch nicht mehr spielen. Weil es einfach... Es ist ein tolles Spiel, aber ja... Es fehlt halt neuer Content, ne? Es muss halt regelmäßig neuer Content kommen, weil man halt so wenig Möglichkeiten hat beim Bauen und so. Also man kann da sehr, sehr schwierig nur neue, individuelle Sachen erstellen, weil halt das Spiel einem nicht viele Möglichkeiten bietet. Aber liebe Konsolenspieler, bitte nicht traurig sein oder so. Irgendwann kommt da bestimmt was. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann eine Möglichkeit, Mods auf der Konsole oder so zu installieren. Also bleibt einfach geduldig und hofft das Beste. Und zur Not schaut einfach die Videos von den anderen YouTubern, die dazu... Videos machen. Ist ja auch an sich nicht schlecht, ne? Besser als gar nichts von dem Spiel zu haben. Okay, ich bin wirklich beeindruckt. Sieht echt toll aus. Und ich würde jetzt fast sagen, dass wir jetzt nochmal den Terrorbird gegen das Wollnashorn antreten lassen. Was haltet ihr davon? Ja, Leute, gesagt, getan. Und jetzt seht ihr die beiden im Kampf. Sieht das nicht cool aus? Terrorbird gegen Wollnashorn. Und das Wollnashorn hat jetzt schon zweimal zugeschlagen. Der Terrorbird auch gerade schon, aber das hatte ich leider gerade noch nicht auf Aufnahme. Die Schreie sind halt leider echt noch unpassend. Ich hoffe, die ändern sich noch. Ich habe gerade noch ein paar Bäume entfernt, damit ihr ein bisschen mehr seht wegen dem Licht. Deswegen habe ich den ersten Hit leider nicht drauf. Okay, jetzt hat der Terrorbird nochmal zugeschlagen. Und das Nashorn kommt einfach um. Okay. Da gibt es anscheinend gar keine Animation, dass er ihn packt am Hals oder so. Ist aber vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Jetzt sehen wir auch die Schlafensanimation direkt. Das ist echt cool. Also gefällt mir richtig gut. Die Animationen sehen super aus. Alles echt gut. Das ist wirklich eine Top-Mod. Also gefällt mir richtig gut. Sieht auch irgendwie cool aus, wenn er so liegt, dass er das Auge trotzdem noch offen hat. Und noch so böse reinblickt. Finde ich mega nice. Gibt es hier noch einen weiteren Kampf gerade, wo wir mal reinschnuppern könnten? Ich meine, hier sind ja noch weitere Wollnashörner. Ah, die grasen gerade hier vorne. Haben sich schön zurückgezogen. Angst vor den Terrorbirds. Kann ich aber auch verstehen. Die sehen auch echt super fies aus. So, das steht da wieder auf. Und ja, das war auf jeden Fall die Vorstellung von der neuen Mod, der Terrorbird-Mod. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Ich finde sie wirklich klasse. Ist auf jeden Fall meine... Oh, jetzt geht's, glaube ich, gleich nochmal ab. Ist auf jeden Fall meine favorisierte Mod von den drei Mods, auch wenn die alle richtig toll sind. Props gehen nochmal raus an den Mod-Ersteller. Ich weiß gerade gar nicht den Namen. Habe ich aber... Obwohl, ich sehe ihn gerade. Siaka... Oder Siaka D. Tolle Mods, die du raushaust. Und du haust auch momentan so viele Mods raus. Mach weiter so. Finde ich wirklich klasse, was du machst. Und ja, falls euch das Video gefallen hat und gut informiert hat, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.